Ja, wir wollen jetzt die induzierte 2-Norm, also die induzierte euklidische Norm einer Matrix berechnen. Und das wird sehr einfach sein mit einigen Anleihen in der linearen Algebra 2, die ich Ihnen zusammengestellt habe in dem Kompendium, ich glaube im zweiten Kapitel des Lernskripts. Und ich möchte das hier nochmal genau mit den Stellen eingehen lassen, an denen wir das wirklich benötigen. Okay, wir wollen berechnen die induzierte 2-Norm einer Matrix und wir machen zunächst mal ein bisschen Begriffsklärung. Seien also xy in C hoch n Vektoren. Ich lasse hier ausdrücklich jetzt mal komplexe Zahlen tatsächlich zu. Im Allgemeinen brauchen wir es nicht. Im Allgemeinen machen wir alles über reelle Zahlen, aber hier will ich es jetzt mal einmal für komplexe Zahlen tatsächlich tun. Entsprechend sei A eine komplexe n kreuz n Matrix. Und wir betrachten auf dem C hoch n das Standard-Skalarprodukt. Okay, wir schauen zunächst mal auf die 2-Norm eines Vektors. Wie war das nochmal definiert im euklidischen Raum? Na, natürlich als die 2-Norm zum Quadrat ist nichts anderes als das Skalarprodukt von x mit sich selbst, also x transponiert x quer. Und wir benutzen hier natürlich das Standardskalarprodukt xy definiert als x transponiert mal y quer. Wenn Ihnen das mit dem Quer und so alles ein bisschen suspekt vorkommt, denken Sie einfach an reell und dann ist y gleich y quer, dann können Sie das Quer überall weglassen. Das ist auch der Grund, warum ich später gern mit reell rechnen werde, dann brauche ich nämlich dieses Komplex konjugiert nicht die ganze Zeit mitzuziehen. Okay, das Skalarprodukt von x mit AY ist also dann x transponiert, multipliziert mit AY konjugiert. Das Konjugiert kann ich rausziehen. Das ist also x transponiert, A konjugiert, Y konjugiert. Ja, und das ist dasselbe wie A konjugiert transponiert, x transponiert mal Y quer. Warum ist das so? Naja, wenn ich hier ein transponiert habe, dann dreht sich die Reihenfolge um. Das heißt, das wird zu einem x transponiert, A quer transponiert, transponiert. Zweimal transponiert gibt wieder die normale Matrix. Das heißt, das ist nichts anderes als x transponiert mal A quer, was hier steht. Und das steht hier vorne auch. Also ist das tatsächlich gleich. Ja, aber wenn wir jetzt die Definition des Standardskalarprodukts einsetzen, dann ist das hier nichts anderes als A quer transponiert mal x, y. Und dieses A quer transponiert, weil wir das sehr, sehr häufig brauchen werden, definiert man auch gerne als A-Stern. Oder A-hermitisch, wie man immer will. Okay, gut. Was haben wir also jetzt? Wir haben das x, AY, Skalarprodukt von x mit AY, ist dasselbe wie das Skalarprodukt von A Stern x mit Y. Das heißt also, ich kann in so einem Skalarprodukt das A von hinten nach vorne ziehen. Dabei wird nur halt das A zu einem A-Stern und das werden wir ganz häufig brauchen. Wenn Ihnen auch das suspekt vorkommt, denken Sie wieder ans Reelle und dann ist A-Stern nichts anderes als A transponiert. Okay, in der linearen Algebra zeigt man, diese Matrix A-Stern, für diese Matrix A-Stern gilt, dass A-Stern A positiv semidefinit ist und eine Folgerung daraus ist, es gibt eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren Vk zu Eigenwerten Lambda k größer gleich 0 von A Stern A. Okay, wir nehmen an, dass diese Eigenwerte der Größe nach oder dem Betrag nach immer geordnet sind. Das werden wir immer tun. Das heißt, es soll gelten Lambda 1 Betrag größer gleich Lambda 2 Betrag und so weiter bis am Ende Lambda n Betrag. Das heißt also Lambda 1 Betrag ist tatsächlich der Betrag des betragsgrößten Eigenwerts. Hier könnten wir jetzt natürlich tatsächlich auf die Beträge komplett verzichten, denn ja, also die Lambda K sind ja sowieso alle größer gleich 0. Ja? Aber wir werden das in dieser Form auch für andere Matrizen benutzen. Okay, jetzt gilt, die Vk sind eine Orthonormalbasis, das heißt insbesondere eine Basis. Das heißt also, den vorgegebenen Vektor x, den können wir in diese Basis entwickeln. Das sieht also so aus. Den vorgegebenen Vektor y von oben, den können wir auch in eine Basis entwickeln. Und die Koeffizienten nennen wir halt jeweils Alpha k oder Beta j.
Okay, in diesem Fall bekommen wir für das Skalarprodukt eine besonders einfache Form, denn das Skalarprodukt von x mit y ist also das Skalarprodukt von Summe über alle k, Alpha k, V k, mit Summe über aller j, Beta j mal Vj. Wenn ich das ausmultipliziere, steht hier nichts anderes als Summe über alle k und j, Alpha k, Beta j quer, Skalarprodukt von Vk mit Vj. Okay, aber diese Vks bilden ein Orthonormalsystem. Das heißt also, für k ungleich j stehen die senkrecht aufeinander, das Skalarprodukt ist 0. Für k gleich j haben sie die Länge 1 und dann ist es 1. Mit anderen Worten, das hier vorne ist nichts anderes als das Kronecker-Delta. Und von dieser Summe hier bleiben tatsächlich nur die Terme über, wo k gleich j ist. Mit anderen Worten, das ist nichts anderes als die Summe über alle k, Alpha k mal Beta k quer. Ja, das heißt also, dieses Skalarprodukt lässt sich in diesem Fall besonders einfach ausrechnen. Und das wollen wir auf zwei Fälle anwenden. Zunächst mal, was ist die Norm von x, die 2-Norm von x zum Quadrat? Na, haben wir gerade gesehen, das ist das Skalarprodukt von x mit x. Okay, dann ist also hier das x gleich y und es gilt natürlich hier vorne, die Alpha k sind gleich dem Beta k. Und dann ist die Norm von x zum Quadrat nichts anderes als die Summe über alle k Alpha k mal Alpha k quer. Also gerade die Summe über alle k, Betrag Alpha k zum Quadrat. Was ist die Norm von ax? Naja, zunächst zum 2-Norm zum Quadrat. Naja, das ist nichts anderes als das Skalarprodukt von ax mit ax. Wieder die Definition. Jetzt mache ich das, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann das hintere a nach vorne ziehen. Und dabei wird es halt nur zu einem A-Stern, das haben wir gerade oben gesehen. Das heißt, es ist dasselbe wie A-Stern AX, x, Skalarprodukt von A-Stern AX mit X. Jetzt setze ich die Definition ein, also die Darstellung von X. Ja, das war die Summe über alle K, Alpha K, VK. Das mache ich vorne und hinten. Okay, und jetzt sehen wir hier vorne, naja, also dieses hier steht, wenn ich dieses A-Stern A hier vorne reinziehe, dann steht hier nichts anderes als die Summe über alle k, Alpha k mal A Stern A Vk. Ne, aber die Vks, das waren Eigenvektoren von A Stern A zu den Eigenwerten Lambda k. Das heißt also, was da steht, ist nichts anderes als Summe über alle k, Lambda k, Alpha k, Vk mal Skalarprodukt mit Summe über alle k, Alpha k, Vk. Das heißt, hier habe ich nur eingesetzt, dass die Vks Eigenvektoren sind von A Stern A zu den Eigenwerten Lambda K. Okay, und jetzt habe ich hier zwei Darstellungen von Vektoren. Und da haben wir hier oben gesehen, wie man dann dieses Skalarprodukt ausrechnet. Man muss nämlich einfach tatsächlich nur ausrechnen, die Summe über alle K, Lambda K, Alpha K, mal diese zweiten Koeffizienten hier vorne quer genommen. Das heißt, wir haben Summe über alle K, Lambda K, Betrag Alpha k zum Quadrat. Okay, gut. Ne, kann man so ausrechnen. Ist vielleicht im Augenblick nicht ganz klar, warum wir das tun. Aber auf jeden Fall kann man das so ausrechnen. Okay, dann wollen wir eine ganz kurze Definition machen. Und zwar sei B eine M-Kreuz-M-Matrix. Und dann definieren wir als den Spektralradius von B den Betrag des betragsmaximalen Eigenwerts von B. Ja, also die Lambda sind die ganzen Eigenwerte, der Betrag des betragsgrößten davon, das nennen wir den Spektralradius von B. Kleine Anwendung, wir hatten vorhin die Matrix A transponiert A, die Eigenwerte sind alle größer gleich 0, das haben wir gesehen. Und Lambda 1 war der mit dem größten Betrag und der größte, also auch automatisch der mit dem größten Betrag. Das heißt also, für unsere Matrix A transponiert A ist sofort der Spektralradius einfach das Lambda 1. Okay, ich behaupte, die 2-Norm, also die induzierte Norm, die wir suchen einer Matrix A, ist nichts anderes als Rho von A Stern A hoch 1/2. Okay, das wollen wir zeigen. Und ja, jetzt steht hier eine ganze Menge, aber tatsächlich ist es genau das, was ich oben schon mal hingeschrieben habe. Ja? Also ich wähle jetzt A, X, VK und die Alpha K, genau wie ich das vorhin getan habe. Nur, das heißt, genau,
Das heißt also, ich wähle a aus dem c hoch n kreuz m, x sei ein Vektor aus dem c hoch m. Ach so, jetzt mache ich hier die Anwendung tatsächlich einmal mit dem n kreuz m, bringt ansonsten keinen Unterschied. Sei vk eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von a Stern a zu Eigenwerten lambda k, also alles genau wie oben. Und es sei x die Darstellung von, sei x die Darstellung in dieser Orthonormalbasis Vk. Alles genau wie oben. Okay, jetzt, was müssen wir tun, wenn wir so eine Zweinorm ausrechnen wollen oder wenn wir überhaupt eine Norm ausrechnen wollen? Wir müssen die Vektorraumnorm von Ax ausrechnen. Das heißt also erstmal, was ist die Vektorraumnorm von Ax? Wir sind im euklidischen Raum und dann nehme ich das hier direkt mit Quadrat. Norm, Zweinorm von Ax zum Quadrat. Na, das haben wir gerade ausgerechnet. Ja, das ist genau das, was wir ausgerechnet haben. Das ist nichts anderes als die Summe über alle k, lambda k mal der Betrag der Alpha k zum Quadrat. Das ist genau, was wir gerade ausgerechnet haben. Das ist kleiner gleich lambda 1 mal, ja, also diese lambda k sind alle kleiner gleich lambda 1, weil das lambda 1 ist der größte. Das heißt also, das ist kleiner gleich lambda 1 mal die Summe über alle k alpha k zum Quadrat. Ja, und da habe ich die anderen hinten, die habe ich alle vergrößert, aus denen habe ich überall lambda 1 gemacht. Okay, jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, lambda 1, das ist tatsächlich der Spektralradius von a Stern a, das ist nämlich der größte Eigenwert. Also ist das hier gleich Rho von a Stern a mal, na, und hier steht jetzt diese Summe über alle k, Alpha k zum Quadrat, und das ist nichts anderes als die 2-Norm von x zum Quadrat, das haben wir gerade ausgerechnet. Okay, was haben wir jetzt hier stehen? Hier steht, 2-Norm von ax zum Quadrat ist kleiner gleich Rho von a Stern a mal die 2-Norm von x zum Quadrat. Und wenn Sie sehen, wenn Sie jetzt die Wurzel ziehen, dann haben Sie genau diese Bedingung, die wir immer nachrechnen wollen, nämlich das Norm ax kleiner gleich einer Konstante mal die Norm von x ist. Okay, was müssen wir noch zeigen? Naja, wir müssen immer noch zeigen, dass es mindestens einen Vektor gibt, wo dieses kleiner gleich hier vorne auch wirklich zu einem gleich wird. Und ich nehme einfach für dieses x einfach mal das v1. Was haben wir dann? Naja, also die 2-Norm von AV1 zum Quadrat ist nichts anderes als, haben wir gerade schon ausgerechnet, Skalarprodukt von A Stern AV1 mit V1. Okay, A Stern AV1, V1 ist ein Eigenvektor von A Stern A zum Eigenwert Lambda 1. Das heißt, das ist nichts anderes als Lambda 1 mal V1 Skalarprodukt mit V1. Gut, V1 Skalarprodukt mit V1 ist die Norm von V1 zum Quadrat. Lambda 1 ist der Spektralradius. Das heißt, das hier ist dasselbe wie der Spektralradius von A Stern A mal die Länge von V1, von der wir wissen, dass sie 1 ist, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Okay, gut. Das heißt also, diese Ungleichung, die wir hier oben haben, ist tatsächlich für einen Vektor wirklich gleich. Da haben wir wirklich ein Gleich. Und ich habe das jetzt nochmal die Wurzel gezogen, um es ganz deutlich zu machen. Die 2-Norm von Ax ist kleiner gleich Rho von a Stern a hoch 1/2 mal die 2-Norm von x. Das ist hier oben. Wir haben die Norm von AV1, die 2-Norm davon, ist Rho von a Stern a hoch 1/2 mal die Norm von, Entschuldigung, mal die Norm von V1. Und das heißt, für einen Vektor haben wir hier unten Gleichheit. Für alle anderen haben wir einen kleiner gleich. Das heißt also tatsächlich, der Ausdruck, den wir hier gefunden haben, das ist die Norm und es gilt die 2-Norm von A, ist tatsächlich gleich Rho von A Stern A. Jetzt ist natürlich eine gute Frage, wenn ich Ihnen eine Matrix gebe, wie rechnen Sie denn dann diesen Spektralradius aus? Naja, nach der Definition ist es klar, Sie müssen den Betrag des betragsmaximalen Eigenwertes ausrechnen. Und da ist jetzt wieder eine Motivation, erinnern Sie sich an unsere Google-Matrix, da war durchaus eine Motivation, die Eigenwerte oder den größten Eigenwert einer Matrix auszurechnen. Und was ganz Ähnliches haben wir jetzt hier wieder. Wir möchten gerne den größten Eigenwert einer Matrix ausrechnen und genau dafür werden wir tatsächlich später einen Algorithmus bekommen.